wir haben für euch jetzt eine Band. Das sind vier junge Musiker. Die spielen seit 5 Jahren zusammen. Und die spielen Fun Rock. Also hier geht's jetzt gleich auf der Bühne so richtig ab. Und ihr seid natürlich einzuladen, mitzurocken. Genau, im letzten Jahr waren sie übrigens auch schon hier auf dem 16. Internationalen Kinderfest. Da haben sie wohl auch schon so grandios gerockt, dass sie unbedingt nochmal eingeladen werden mussten. Weißt du was, Jasmin? Was denn? Hals, Maul. Ich wollte immer schon mal Ruhe durchbrechen, echt? Alles frisch? Standard. Standard. Wir sind viel zu früh aufgestanden und viel zu lange herumzuhängen. Das ist das Leben. Allah hat es so gewollt. Guten Morgen. Guten Morgen, Baum. Mit der Siegessäule im Hintergrund. Letztes Jahr ging es mir auch scheiße vor dem ersten Gig und beide Gigs waren gut. Beide? Ja, ich glaube. Bei dem ersten habe ich scheiße gesungen, aber hat keiner gemerkt. Haben wir hier zwei Gigs gehabt? Weiß ich nur, weil der Penner da das gewöhnt hat. Der da, wo ich gerade nicht so drauf zu sein. Der da. Der hat das. Waren beide gut? Ja. Ja, lach doch nicht. Ich habe übrigens geübt, heimlich. So, hör mich jetzt. Ich höre mich irgendwo her. Hallo Herr Schaus, höre ich mich? Da bin ich. Nein, ich soll gar nicht laut sein, ich will gar nicht singen, ich will nur mit dir sprechen. Wegen dem Monitor. Wunderbar, genau. Dankeschön. Tommy, du hast folgendes Problem. Die Monitore strahlen dir genauso auf die Füße wie die Combo. Gut, haben wir eine Lösung für das Problem? Was ist da noch von dir? Ich nehme dir auf. Nee, ich will das nicht. Haben wir das? Rufen Kinderfest. Nee, rufen. Wow. Noch ein? Micha? Thank you.
Micha? Ja, machen wir weiter. Jam, go, go, go! 1, 2, 3, 4! Yeah.
Ja. Heute wird ein guter Auftritt. Echt? Ja, immer wenn ich mich vorm Gig beim Rasieren schneide, dann wird der Auftritt gut. Echt? Und heute ist sogar symmetrisch, deswegen lasse ich auch das Blut dran. Im Rewe, für teuer Geld, eine Flasche Jack Daniels gekauft. Aha. Und die mussten extra die Vitrine aufschrauben dafür. Und das ist, vielleicht wollt ihr mal riechen hier. Ja? Ja. So. Jetzt mach ich Donne Wurst rein. Wer glaubt zu wissen, was wir empfehlen, wird einfach nur zugucken, okay? Ja, nicht melden, nur zugucken. Alle nach innen bitte. Die Beine nach innen bitte. Von allen durch die Beine nach innen. Bis sofort, tschüss. Bye.
hier frisch von Eugen Walz bestellt. Gleich nach Frau Merkel. Oh, Entschuldigung. Alles dokumentiert. Ich habe nicht gesehen, dass du mit der Kamera standst. Wir haben uns eben vor der Bühne gesehen. Ja. Ich wollte mich gerade fragen, wann ihr auftretet. 17:45 Uhr. 17:45 Uhr. Seid ihr eigentlich auch im Holiday Inn? Nee, wir sind nicht im Holiday Inn. Schade. Ja, ich dachte, du entführst deine Jungs mit uns ins Matrix, ins Maxim. Heute Abend? Ja, ist der Party. Ja. Ja, wir sind irgendwo eingeladen. Ich kann aber im Moment nicht sagen, wo. Und komm, das war einfach Bescheid gesagt. Ja, meine Damen und Herren, wir gucken auf die Uhr, wir müssen schon wieder. Große, große Musiker und Künstler kommen noch. Und morgen sind wir da hinten irgendwo. Wie gesagt, meines Wissens 16.30 Uhr, ich weiß das nicht so genau. Und spielen absolut die gleichen Lieder nochmal. Also kommt alle vorbei. Wir werden keine Änderung machen. Wir sind zu faul dafür. Und das notfolgende Lied ist unser allerletztes. Und das Lied ist scheiße und handelt von echt endgeil. Denkt drüber nach. Wir waren das erste Spiel. Ist und dann das, was rauskommt. So I can walk.
ihr Tschüss, wir waren halt mal am Spiel. Das sagt man so, wir sind es natürlich immer noch, aber wir waren es für heute. Gesetzt den Fall, wir hören so ein gewisses Z-Wort. Ciao! Maul und Spiel. Die Jungs kommen jetzt gleich nochmal zu euch runter und da gibt es Autogramme und ihr könnt die vielleicht auch mal so ein bisschen anfassen oder denen nahe kommen, je nachdem, wie gut die drauf sind. Aber ich habe es beobachtet. Die sind cool drauf, die sind echt und cool vor allem drauf. Die Mädels sind cool drauf, die sind echt so abgegangen. Finde ich gut. Find ich hier gut. Vorne. Wir könnten jetzt mal probieren. Oh, guck mal, da wird noch ein Haarspray so ein bisschen nachgestylt. Haarlack, okay, Entschuldigung. Nächsten Tag. Das ist richtig. Ich war gestern schon. Mich haben die den ganzen Tag bedient. Hast du einen Termin gekriegt? Wann kommst du denn dran? Nö, ich war gestern schon. Na, das sind nicht so viele.
Das ist schade, aber gestern haben wir auch nicht so gute Lieder gespielt. Heute spielen wir die guten. Das Wohlfreunde-Lied haben wir gestern nicht gespielt. Ah, hallo übrigens. Hallo? Ich weiß nicht, es ist ja ein Kinderfest. Ich sehe auch viele Kinder. Aber die Kinder werden ja auch irgendwann älter. Und werden teilweise zu relativ gut aussehenden Frauen. Sind davon welche hier? Oh ja, über Ego. Oh ja. Egal, das Wohlfreunde-Lied ist trotzdem für genau euch, die ihr euch da gerade gemeldet habt. Geschichte und geht ungefähr so. Kannst du das mit dem Hund beeinflussen? Thank you.
Dritter Tag. Oh, jetzt nehme ich auch auf. Tommy, was liest du da? Wie immer beim Kicker eine Deutschlektüre. Also, ich bin seit 4 Tagen dran, gerade mal auf Seite 46. Ich habe keine Lust mehr. Ich glaube, der Junge ist schwul, der Turles. Aber können die sich fürs Zentralabi nicht was anderes aussuchen? Ist es überhaupt Stoff? Ich weiß es nicht. Und warum? Weil ich keinen Bock habe, Deutschlektüre wie Tommy zu lesen. Deswegen lese ich was, was mir Spaß macht. Und in Anbetracht dessen, die Deutschlektüre fällt bei mir ein bisschen unter den Tisch. Ich bilde mich so weiter und versuche mich mal wieder durchzumogeln. Das stellt man ja am Satzbau fest. Das stellt man dann am Satzbau fest. In Anbetracht dessen fällt dann... Was hast du gesagt? Ach, egal, ist ja auch Band, ne? Ist ja... Volklose Verschönerungsversuche? Hinter der Kamera, ja. Oh, heute einen auf Zerzaust? Nee, das wird noch alles ein bisschen flacher. Ich glaube, das heißt sogar richtig. Ja. Einpflanzen. Also die roten sind die neu eingepflanzten, ne? Richtig. Die sind gerade eben eingepflanzt worden. Gut. Ich mache die mal bis hinten so. Hinten ganz noch ein bisschen hoch. Hoch. Ganz hoch. Ja, das mache ich. Wir sind froh, dass es abgedämpft ist, wenn er dran sitzt. Auf jeden Fall. Die Pilze auf der Pizza waren es, die der Band ihren Namen gaben. Die Killerpilze. Die coolen Jungs lassen die Herzen vieler Fans höher schlagen. Sie sieht man als Schülerband bei Kicker Live. Hals, Maul und Spiel. Seitdem gerecht die Post hat, wir waren in Brasilien, wir haben eine Single rausgebracht, wir touren durch Deutschland und haben Spaß. Ja, perfekt. Ich krieg mal das Auto dazu, ich hab das auch keine so schön gesehen, wenn man die Rockstar-Posen mit dem Mikro, ne? Super Raum. Warum tun wir mal euer Motto? Was sind die Fragen? Was ist euer Motto heute? Ich hab auch ein Mikro. Juhu! Ich nehm lieber das. Es gibt viel mehr, schon viel Scheiße auf der Welt. Aus diesem Rock werden Bäume gefällt. So, und? Alles schön? Zufrieden? Ja, ich ja. Gut. Ja.